Weil ich hab den ja nur nicht gerettet. Also wäre ich mit dir mitgegangen. Scheiße, neue Gegner. Dann wäre ich mit dir mitgegangen, dann hätte ich ihn gerettet. Ich bin ja nur nicht mitgegangen, weil ich noch irgendwas erforschen wollte. Weil ich ja erstmal woanders hin wollte. Und das fand ich dann sehr doof, dass es halt wirklich daran gescheitert ist, dass ich dadurch nicht mehr das beste Ende kriegen kann. Ich meine, mir ist es wie gesagt egal, weil ich muss eh alles nochmal spielen. Ich werde es zwar wahrscheinlich nicht noch dreimal komplett durchspielen, sondern ich werde auf jeden Fall vor Barry, wo ich dann das erste Mal das beeinflussen kann, welchen Speicherpunkt setzen und dann halt nur die anderen Pfade machen. Ich kenne das Spiel ja jetzt, das wird um einiges schneller gehen. Ja! 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 Himmel, Herrgott! Oh, Jill! Sorry for keeping you waiting. So, everything is done? Well, almost, yes. Now let's go! Nicht rausgehen. Ich möchte mich nur umgucken da drin. Okay. Wenn es denn sein muss. Folgt ihr mir jetzt? Er geht vor. Ich möchte jetzt... Jetzt sperr du mich bitte ein, Chris. Und dann befreist du mich. Ja, also es gibt ja, wie gesagt, schon, wie schon des Öfteren erwähnt, 4 Enden. Und, gibt's aber gar nichts, ne? Na, okay. 4 Enden, einmal das beste Ende, dann ein gutes Ende, dann irgendwie ein normales Ende und dann ein schlechtes Ende. Also ich hänge wahrscheinlich, also ich weiß es nicht, es kommt immer ganz drauf an, wenn zum Beispiel beide überleben, kriegt man das Beste. Wenn einer überlebt, kriegt man das Gute, wenn der andere überlebt, kriegt man das Mittlere. Ich weiß nur nicht, wer für welches Ende verantwortlich ist. Und wenn man, wenn beide sterben, beziehungsweise wenn man, wenn Barry tot ist und man Chris nicht rettet, let's go. Okay. Dann kriegt man das schlechteste Ende. Und wie gesagt, ich bin irgendwo zwischen Ende 2 und Ende 3, also gut oder normal. Ich hätte eigentlich das Beste haben können, weil ich wär eigentlich mit dem Barry mitgegangen, aber ich wäre klar, ich verschwende noch nicht meine Munition sinnlos. Aber naja, okay. Es hat nicht sollen sein. So, okay. Ab dafür. Wo müssen wir jetzt überhaupt hin? Ich renne hier einfach blind durch die Gegend. Hab nicht die geringste Ahnung, wo wir hin müssen. So, Moment. Ich habe den Lab-Key, den habe ich immer noch. Das ist schon mal sehr gut. Ah, oben, oben. Natürlich, natürlich, natürlich. Ja, ich bin so doof. Ja, ist okay. Ah, verflucht. Ich war jetzt so drauf erpicht, dass wir nach unten müssen irgendwie, aber naja, okay. Oh, wie dumm, ey. Wir waren ja doch schon. Ah, geh weg. Lass mich in Ruhe. Ja, ich meine, solange du in dem gemächlichen Tempo hinter mir herkommst. Was sind das für Viecher? Daneben. Habe ich... Moment, habe ich mich jetzt nur geheilt oder habe ich mir noch was zum Heilen mitgenommen? Ich wollte eigentlich auch speichern, fällt mir gerade ein. Eine Kiste ist hier noch. Eine Speichermöglichkeit... Ach, leck mich doch am Arsch. Ja, es tut mir leid, dass es jetzt alles so ein bisschen unrund läuft bei mir. Aber ich vergesse so viele Sachen. Und vor allem, weil ich mich jetzt wieder umentschließe, weil mir jetzt doch zu doof ist, nochmal den ganzen Weg zurückzugehen. Ich gehe das Risiko ein. Ja, ich sag mal, der Tyrant selbst war jetzt nicht so schwierig. Okay, burn, motherfucker. Nein! So. Geht doch. Geht doch! Ich will auf jeden Fall noch einen kurzen Abstieg hier zur einen Kiste machen. Ist hier noch eine? Also, okay, ich muss die ja so oder so machen, von daher. Dann baller ich mir einfach alles rein, was ich an der Heilung habe. Also, zumindest... ins Inventar. Let's go. Ich finde diese Sequenzen so sinnlos. Ich meine, die wären nicht, wenn ich den wahrscheinlich nicht befreit hätte. Aber das hätten sie auch wirklich sparen können. Lass uns gehen. So, ach, verdammt.
verdammt, ich finde das jetzt gerade echt schade, dass ich vergessen habe abzuspeichern. Aber dadurch wird alles noch ein bisschen spannender. So, blau, ja gut, das nehmen wir auch einfach mal mit. Wer weiß, was wir damit mal anfangen können. Gemischte. Eine gemischte Tüte. Magnum nehme ich auf jeden Fall mit. Sonst habe ich nichts mehr? Echt nicht? Wäre schon ein bisschen enttäuschend. Okay. Gut, ach, dann kann ich die auch hier lassen, die Scheißkräuter. Weil ich glaube nicht, dass der Timon mich vergiften wird. Also ich habe ziemlich viel starke Waffen dabei. Ich hoffe mal, es reicht. Echt, ich hoffe, das reicht. Oh mein Gott. Moment, nee. Da müssen wir lang. Wieder hoch! Jawohl! Wie kommen wir jetzt hier rein, oder? Dankeschön! Ist er jetzt sinnlos? Ja, er ist nutzlos. Ja. Ich komme jetzt zum Helikopterlandeplatz. Das wäre schön. Gibt es noch eine Speichermöglichkeit vielleicht? Ich hätte, glaube ich, sogar Farbbinder dabei, ne? Ne, die habe ich weggepackt, okay. This is Brad! Running out of fuel! If there is anyone alive, contact me now, okay? This is your last... Okay. Benutze es! The battery is still charged! Ich kann es nicht benutzen, das finde ich schade. Naja, gut. Keine Musik und... Was ist das? Eine Batterie. Okay. Kann ich irgendwie die mit der Batterie vielleicht anrufen? Wie benutze ich das denn? Ich würde mich ja gerne bei dem melden, aber irgendwie ist die Frau zu doof, die das einzusetzen. Krieg ich schon ein Rohr, ey. Was ist das? Ein Telefon? Ich bin so dumm. Ich habe gerade eine Batterie gefunden. Ich denke schon, was muss ich jetzt noch machen? Oh no, you must be kidding. After we've come all the way here. Ladies first. Go first, Jill. But Chris... Give me a chance to play nice guy. Okay, I leave it up to you. See you again at the heliport. Achso, die geht schon automatisch. Ich wollte eigentlich noch mal gerne das Telefon ausprobieren. Kann ich damit mich ja irgendwie einhacken beim Brad oder wie der Typ hieß. Schreckliches Geräusch. Oh, was ist das? Will you take the flare? Ach, eine Signalfackel, okay. Nehmen wir mit, auf jeden Fall. Aber wir sind am Helikopterlandeplatz. Funken! Ah, oh, wofür habe ich das scheiß Radio? Echt mal. Verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Nee. Ich habe halt noch woanders was gesehen. Und zwar sah es auch wie eine Tür aus. Das da hinten. Es ist... Okay, man will sich nicht öffnen. Okay. Ach so. Das war einfach jetzt gerade nur eine ganz dumme Idee. Wie geil. Mein Gott, ist sie ungeduldig. Schon wirklich so genervt, ey.
Okay, haben wir es jetzt geschafft? Naja, das kann eigentlich nicht sein. Okay, wir haben es doch geschafft. Haha. Lustig. Okay, das war Resident Evil mit Jill. Ich bin nur ein bisschen überrascht gerade, weil... Okay, ich denke mal, das hängt mit dem Ende zusammen, was wir hatten. Weil, ich kann euch mal kurz versuchen zu erklären, wie ich das Ende in Erinnerung hatte. Und zwar, als ich das mal bei meinen Brüdern gesehen habe, auf dem Helikopterlandeplatz, haben die nochmal gekämpft gegen den Tyrant. Ich glaube sogar, da ist irgendwie ein Timer runtergelaufen oder so, wenn ich mich nicht täusche. Und, dann hat, glaube ich, nämlich nach einer gewissen Zeit der Helikopterpilot einen Raketenwerfer runtergeschmissen. Da musste man den Tyrant nämlich mit einem Raketenwerfer in die Luft sprengen. Und ich kann mir vorstellen, dass das jetzt scheinbar der Chris gemacht hat, weil der ja überlebt hat. Und irgendwas musste er ja gemacht haben. Oder die haben den Tyrant am Leben lassen und sind zusammen geflohen. Keine Ahnung. Ich kann es mir nicht erklären. Auf jeden Fall, ich habe es geschafft! Mit Jill! Ist vielleicht nicht das beste Ende, aber ist ja halt nicht schlimm. Wie gesagt, ich werde es jetzt offscreen noch mal ein paar Mal spielen. Ich strebe eigentlich schon an, den Raketenwerfer auch zu haben. Aber mal schauen, mal schauen. Auf jeden Fall werde ich alle Enden holen. Ob ich das schaffe, bis ich dann mit Chris spiele, weiß ich noch nicht. Aber, ich werde sie alle holen und werde sie dann, wenn ich sie habe, alle auf meinem Gameplay-Channel hochladen. Aber das Spiel hat mir jetzt echt super gut gefallen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so viel Spaß mit dem Spiel habe. Gut, es ist halt recht viel Blödsinn, wenn man das Spiel halt nicht kennt, dass man sehr viel hin und her läuft und so. Aber hat schon sehr viel Bock gemacht. Doch, muss ich schon sagen. Und mit dem Quiz werde ich auch versuchen, das beste Ende zu erreichen. Wenn es hier ähnliche Entscheidungen gibt und so, dann kriege ich das hin. Dass ihr dann auch wirklich das Letzte seht. Also wirklich damit auch diesen Kampf gegen den Tyrant nochmal mit dem Raketenwerfer, dass man ihn auch wirklich kaputt macht und nicht nur einfach da irgendwie eine Basis versauern lässt. Aber schon echt geil. Muss ich schon sagen. Jetzt bin ich mal auf mein Rating gespannt. Okay, jetzt ist das Ende noch. Er lebt also noch, okay. Okay, der Tyrant hat überlebt. Gut. Dann ist es auf jeden Fall vom Ende abhängig. Dann ist das, denke ich mal, das zweitschlechteste Ende, was ich jetzt hier bekommen habe. 7 Stunden 51. 15 Mal gespeichert, okay. Ja, 7 Stunden 51, das heißt, um den Raketenwerfer freizuschalten, unter 3 Stunden. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich das jetzt wirklich jedes Mal von neu anfangen würde, beim vierten Mal könnte ich das wahrscheinlich hinbekommen. Je nachdem, wie schnell ich das hintereinander durchspiele. Boah, das ist aber schon cool. Ich freue mich auf jeden Fall schon riesig auf Chris. Bringt mir jetzt zwar leider noch nicht viel, weil Chris sich noch schwieriger spielen lässt. Weil, wie gesagt, er hat nur sechs Inventarplätze frei. Und damit, das heißt, viel öfter zu Kisten rennen und so. Und ich weiß auch nicht, wie sehr die Kampagnen sich voneinander unterscheiden. Ich bin da echt mal gespannt. Ich will jetzt nochmal hier ins Menü gehen, damit da nicht immer wieder die Demo angeht. Ich bin auf jeden Fall gespannt und freue mich riesig darauf. Aber jetzt erstmal, bevor ich mit Quiz spiele, spiele ich erstmal ein anderes Spiel. Auch für die PlayStation 1. Hat den Ursprung aber nicht auf der PlayStation 1, sondern wurde da fortgeführt.
und hatte da eigentlich sich auch erst richtig profiliert. Ich glaube, das war schon auch wieder mal Tipp genug dafür, um festzustellen, um welches Spiel es sich dabei handelt. Gut, Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen und auch für euer Verständnis, weil ich das Spiel halt nicht so gut kannte, ne, und auch noch nicht gut kenne. Offscreen werde ich mich jetzt wahrscheinlich erstmal wirklich daran setzen und das mit der Jason ein paar Mal durchspielen, bis ich alle Enden auf Video habe. Vielleicht mache ich dann auch nochmal so ein kleines Labervideo, so von wegen so, ja, wenn ihr das und das macht, also wenn Barry überlebt hat und so, dann passiert das und das und habt ihr nicht gesehen. Ja, mal gucken, wie ich das mache. Ich weiß das noch nicht. Also, ne, ich verabschiede mich an dieser Stelle und sag dann einfach, ja, bis zum nächsten Mal. Spätestens bis zur Kampagne mit Chris, würde ich sagen. Also, tschüss.